Liebe Wohnmobilfreunde, bei meinem Wohnmobil wurde vor kurzem eine respektive zwei Solaranlagen verbaut. Wir haben eine Gesamtleistung von 1540 Watt. Das ist natürlich übertrieben und es geht uns nicht darum zu protzen, sondern wir wollen zwei verschiedene Systeme testen. Vorne haben wir Flexi-Module verbaut. Da hat das Stück nur 2,5 Kilo und das Panel gibt immerhin 100 Watt ab. Hinten sind die Module mit Rahmen, die sind etwas schwerer und liefern 120 Watt. Und so sind wir mit 7 und 7 auf 14 Paneele. Das gibt eben total 1540 Watt. Vorne die Flexi-Module, die sind natürlich geeignet, dann, wenn man eh schon kein Gewicht zuladen darf, dann empfiehlt sich diese klebbaren, oder die werden ja aufs Dach geklebt, dann empfehle ich diese Module, die geben fast gleich viel Leistung ab wie die Hintern. Hintern sind auf einem Rahmen und darum unterlüftet. Das soll dann im Sommer bessere Werte geben, weil die halt eben gekühlt werden. Wie viel das ausmacht, kann ich jetzt noch nicht sagen. Wir haben jetzt Anfangs Dezember und die Sonne scheint. Es gibt auch ein bisschen Ampere ab. Was ich jetzt ablesen kann, sind zusammen 8 Ampere. Das ist schon richtig viel. Aber im Sommer rechnen wir natürlich mit über 60 Ampere. Jetzt möchte ich euch zeigen, wie das überhaupt dazu kam, dass man mir eine respektive zwei Solaranlagen verbaut. Dazu viel Spaß! Ich fahre jetzt zu einem Caravan-Fachbetrieb mit Auszeichnungen. Es ist die Firma WCS in Goch. Hier sind alle Camper herzlich willkommen und werden gut beraten. Darum trete ich jetzt mit Freude hier ein. Ah, da ist der Chef. Hallo. Hallo. Hallo Markus. Und da, auch am Arbeiten. Hi Markus. Freundlich. Ja, die Damen sind auch am Arbeiten. Und du schaust das raus? Ja. Götz, folgendes. Du weißt doch, ich habe eine Solaranlage, aber leider nur zwei Platten. Ich finde, die bringen überhaupt keine gescheite Leistung. Ich möchte ein bisschen aufstocken, vielleicht zwei, drei Platten dazulegen. Hättest du da eine Idee, was man bei mir machen könnte? Musst du mal beim Fahrzeug nachschauen? Das können wir machen, Markus. Aber die Platten, die du drauf hast, die nehmen wir runter und dann machen wir mal was Ordentliches drauf und werden die Anlage mal anständig vergrößern, damit du auch zufrieden bist und immer genug Strom an Bord hast. Ja, aber da müssen wir schon ein bisschen überlegen, was wir machen. Ja, das müssen wir überlegen, das müssen wir ein bisschen Engineering machen. Wir müssen uns das Fahrzeug genau angucken, was geht drauf, wo können wir es hinpacken. Also das kriegen wir hin, dass wir was Ordentliches drauf machen, dass wir mal anständig Strom reinkriegen. Mit zwei Platten auf so eine Concorde, das ist nichts, das ist einfach zu wenig. Ein neuer Tag beginnt. Ich fahre mein Fahrzeug in die Werkstätte und sofort wird das Dach gründlich und sauber geputzt. Wie Götz schon sagte, sollen die zwei alten Paneele wegmontiert werden und für die neuen Platz machen. Erst aber wird die ganze Fläche ausgemessen und die Maße aufnotiert. Um sich ein Bild von der ganzen hinteren Anlage zu machen, werden die Module auf dem Boden ausgelegt. Die zweite Anlage mit den Flexi-Modulen werden provisorisch auf der vorderen Dachhälfte eingepasst. Hier zwischen können wir noch eine rein. Gestern haben wir gerechnet, wie viele Platten das effektiv auf dieses Dach kommen. Ich bin mir aber sicher, der Götz hat eine schlaflose Nacht hinter sich und nochmals nachgerechnet. Jetzt ist es an der Zeit, in die Garage zu fahren, damit die Jungs da die Platten sorgfältig raufkleben können. Dazu schauen wir ihnen natürlich auf die Finger. Gut geschlafen? Sehr gut geschlafen. Hast du nochmals nachgerechnet? Wahrscheinlich schon, ne? Wir geben ja realistische Werte an. Erstmal vorsichtig anfangen. Ja, wir wissen ja beide, eine Solarplatte macht 5,5 Ampere, das ist die Herstellerangabe, weil der Hersteller die zur Sonne ausrichtet.
unsere Plattenliege aufs Auto. Und da hat man immer zwischen 11 und 14.30 Uhr hat man immer mal den hundertprozentigen Einstrahlwinkel. Mhm. Ja? Man sagt da 1000 Watt pro Quadratmeter und dann kriegen wir auch so eine hohe Ausbeute. Aber immer auf dem Teppich bleiben. Wir werden sehen, was rauskommt. So, jetzt ist der Chef oben. Jetzt wird nochmals nachgerechnet. Man hat schon festgestellt, dass nochmals eine Platte mehr Platz hat. Also wir sind schon mal gespannt, was da noch abgeht. Ich bereite gerade deine Solarplatten vor. Du bist der Klebemeister. Richtig. Hast schon mal aufgeraut, wie man da sieht. Genau. Und jetzt kommt dann nochmals ein Putzmittel und dann der Kleber. Oder? Ja, und Zeitreise sind bis zu 5 Mitarbeiter auf dem Dach mit Arbeiten beschäftigt. Es wird geklebt, verkabelt, gemessen und immer wieder geprüft. Florian ist damit beschäftigt, die zwei Laderegler auf ein vorgefertigtes Holzstück zu schrauben. Und der Chef ist immer mit einem prüfenden Auge mit dabei. Was gibt's zu lachen? 1540 Watt. Wir sind am Limit. Mehr geht nicht. Wir haben ja von 1200 geredet. Ja, ich habe mir gedacht, machen wir mal 1500 oder etwas über 1500. Und jetzt kommt ja wieder das Thema Ladeströme. Ne? Was soll man jetzt sagen? Ja? Wir können 60 Ampere schaffen, wir können 65 Ampere schaffen, wir können 50 schaffen. Es ist alles relativ. Wir müssen immer schauen, wie ist das Wetter, wie ist die Temperatur der Solarplatte. Wir müssen immer vorsichtig sein mit diesen ollen Angaben. Eine Solarplatte wird vom Hersteller bei 20 Grad, 24 Grad gemessen, zur Sonne ausgerichtet. Dementsprechend steht dann drauf 5,5 Ampere. Unsere Platten liegen auf dem Wohnmobil glatt, ja, also flach. Da hat man immer mit Verluste zu rechnen. Aber unsere 60 Ampere, die schaffen wir alle Male. Also es sollte bei weitem genügen. Ach, also mach dir da mal gar keine Sorgen. Du hast sehr qualitativ hochwertige Module. Du kriegst eine sehr hochqualitativ schöne Montage. Zwei große Morningstar Solarregler. Das ist auch das Beste, was wir besorgen konnten. Also wir sind jetzt erstmal zuversichtlich und warten erstmal ab April, Mai. Und dann wollen wir mal sehen. Dann werden wir mal die ersten Messungen machen. Nun sind die Module aufgeklebt und von allen 14 Platten werden die Kabel nach hinten verlegt und in einer Dose zusammengeschaltet. Ihr habt ja überall Kabelkanäle gemacht, aber hier hinten macht ihr ja ein Rohr rein. Das ist warum? Damit das Wasser hier hinten abfließen kann. Wir machen das jetzt hier noch höher, machen wir noch vernünftig hier fest und danach kann das Wasser hier hinten schön weglaufen, damit wir hier oben keinen See haben. Durch eine Bohrung werden die Kabel vom Dach in den Kleiderkasten gezogen und dann weiter unsichtbar zur darunterliegenden Garage geführt. Prüfen ist das A und O der ganzen Arbeit. Diese 7er-Gruppe ist fertig, die habe ich gemacht, die ist verdrahtet und diese Platten werden alle nochmal gemessen. Polarität, dass alles tiptop ist. Die Brennstoffzelle, der Steuerkasten und die Solarschalteinheit sind allesamt miteinander verdrahtet und professionell eingebaut. Es fehlt also nur noch eine saubere Beschriftung, die uns hilft, schnell die verbauten Komponenten ausfindig zu machen. Als letztes klebt Götz die goldene WCS-Plakette auf die Solarschalteinheit. Das heißt so viel wie: Der Einbau ist fertig. Ihr seht, das Tor ist offen, mein Fahrzeug ist nicht mehr in der Garage und der Götz. Wir sind gespannt, riesig gespannt, was jetzt kommt. Schaut mal. 20,3 Ampere. 20,3. Wir haben den ganzen Morgen haben wir gesagt, das kriegen wir nie hin. Ja, aber jetzt, wir müssen es auch zugestehen, die Sonne kommt ein bisschen vor. Aber das ist ja gewaltig. Ja, und wenn der Frühling kommt und wenn der Sommer da ist, dann hast du 65 Ampere. Gut, da sind wir gespannt. Ja, okay. Wobei, das ist ja schon erfreulich, das ist genau das. Es lädt einfach die Batterien, was wollen wir noch mehr? Götz, 3 Tage oder 2,5 Tage, gut, wir haben noch viel gerechnet, wir haben noch viel andere Sachen gemacht, aber an dieser Stelle sage ich mal recht herzlich Dankeschön und alle Leute, ich habe es gesehen, die waren da voll motiviert bei dieser Arbeit. Und ja, es war ein großes Spaß gemacht mit euch. Es ist ja nicht alltäglich, dass man so eine Spinnerei auf ein Dach verbaut. Ich will nochmals recht herzlichen Dank sagen. Ihr habt ihm hier wieder eine riesen Freude gemacht. Glaubt mir, ich erzähl's weiter.